Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen kleinen Infovideo zu Formel 1 2017, dem offiziellen Spiel von Codemasters. Und zwar haben wir jetzt nach den Ferrari-Autos auch alle Williams-Autos eben gezeigt bekommen. Sind nur zwei im Vergleich zu Ferrari ja relativ wenig. Ferrari hatte ja vier Autos. Ja, einmal hier eben der 92er Williams FW14B und der Williams FW18 aus dem Jahr 96. Ja, der erste, also der 1992er Williams FW14B, der war uns schon bekannt zu Release, also zu den ersten Informationen. Zum Release, what the fuck. Ja, auf jeden Fall ist es eben so, dass ich dazu eben schon was gedacht habe. Auf jeden Fall eben gefahren von Nigel Mansell und Ricardo Patrese. Oder Patrese, ich denke mal, dass das Patrese ausgesprochen wird. Hier sehen wir ihn nochmal als Game-Screenshot eben. Ist eigentlich ein ganz schönes Auto. Und dann haben wir eben noch den neuen, den FW18, gefahren von Damon Hill und Jacques Villeneuve. Fahrer und Konstrukteursweltmeister geworden in dem Jahr 96. War eine sehr gute Saison für Williams. Nach dem Tod von Ayrton Senna im Williams-Auto auf jeden Fall mal wieder ein positives Erlebnis für die Williams-Autos. Beziehungsweise für die Williams-Crew und auch für die Fahrer und natürlich auch für die Fans. Ist jetzt natürlich eine gute Auswahl von zwei guten alten Classic Williams eben. Damit fehlen uns bloß noch 8 Autos jetzt für alle Classic Cars. Es wurden ja 12 am Anfang angekündigt. Beziehungsweise es hieß, es wird 12 geben. Wir haben bis jetzt die 4 Ferraris, 2 Williams, macht schon 6. Und eben den einen McLaren 1988 und den 2010er Red Bull. Das macht insgesamt 8 Autos und dann, nach Adam Riese fehlen uns dann noch 4. Gut, das war's eigentlich schon für das Infovideo, weil wie gesagt, alles ganz schnell hier. Waren bloß 2 Autos, deswegen eigentlich nicht viel zu sagen. Es wurden auch schon die Boxarts released, da habe ich jetzt aber leider keine Bilder für. Auf jeden Fall gibt es da Abstriche, zum Beispiel, also die Main, also die europäische Version hat überwiegend eben in der Mitte Hamilton, Vettel links und rechts Verstappen stehen. Und hinten links steht dann noch Alonso quasi auf dem Bild. Die belgische und niederländische Version hat links statt Alonso Van Dorn stehen, logischerweise, weil Van Dorn eben aus Belgien kommt. Die amerikanische, beziehungsweise südamerikanische Version, nenne ich es mal, hat eben noch statt Alonso und Verstappen eben Massa und Perez stehen, eben den Mexikaner und den Brasilianer eben für die amerikanische Version. Und ich glaube, es gab noch eine Version, die unterschiedlich war, da kann ich mich jetzt aber gar nicht mehr ganz entsinnen. Schaut euch dafür auf jeden Fall das Video von Aram an, da kann ich gut drauf verweisen, guten Gewissens kann ich darauf verweisen. Ist ein gutes Video, da hat er eben auch die Designs gezeigt. Unten sind eben in allen Fällen der Mercedes, der Ferrari und der Red Bull. Ach ja, für die australische Version war Daniel Ricciardo statt Max Verstappen da. Das war noch der eine Unterschied. Gut, dann war es das aber auch schon für den Video alles, ne? Für das Video. Was ich im Moment noch ein bisschen schade finde, ist eben, dass wir keine kleinen klassischen Teams drin haben. So Jordan habe ich mir zum Beispiel gewünscht oder auch einfach mal Pro-GP oder so. Also irgendwie so kleinere Teams, die damals eben, die heutzutage nicht mehr existieren, aber da ist es natürlich auch schwer, die Lizenzen zu bekommen, weil die eben nicht mehr existieren. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Vielleicht so kleine Teams wie so ein 2010er Lotus oder so, also eben Caterham hießen die ja dann später. Wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht so schlimm. Also natürlich ist es auch schön, diese ikonischen Weltmeisterautos hier im Spiel zu haben. Auf jeden Fall. Naja, eventuell kommt ja noch ein paar Überraschungen auf uns zu in den letzten 4 Autos. Da können wir auf jeden Fall drauf gespannt sein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder ein paar neue Informationen zu Formel 1 gibt. Oder einfach, wenn es ein neues Let's Play gibt, sollte eigentlich auch noch in den nächsten paar Tagen was rauskommen, nenn ich es mal. Beziehungsweise eigentlich, die ganzen Tage, weil ich in den Ferien nichts zu tun habe. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, ist das Video schon viel zu lang, als ich eigentlich machen wollte. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr informiert bleiben wollt und auch auf die Let's Plays gerne wartet und gerne zuschaut. Ich sag dann bis zum nächsten Mal und ciao.